Okay. Was soll's. Ich krieg sowieso nicht mehr alle. Oh, jetzt sind wir in der Festung. Ja, sieht sehr stark danach aus. Wir sind in der Festung der Feinde eingebrochen. Wie komme ich hier weiter? Moment. Hier geht's auch nicht ab? Okay. Bin ich jetzt einfach zu blöd, oder? Ist das hier wirklich so mies versteckt? Ja. Achso, ich will... Okay. Ich hab's gefunden. Diese Dinger hier muss ich zerstören. So, dann öffnen wir das Tor. Halt, da war ein Apfel. Ich finde aber dafür, dass wir im feindlichen Territorium sind, ist die Musik noch viel zu friedlich. Oh, oh. Das wird sich bestimmt eh bald ändern. Aber so für den Moment muss ich ehrlich sagen, ja. Es ist halt schon etwas auffallend. Ich glaube, das hier zu überleben wird hart. Auch schon wieder so ein Tor. Also ich kann mich vergewissern, das Level, wo wir jetzt sind, ist schon das vorletzte Level dieses Spiels. Also schlimmer kann es echt nicht mehr werden. Das Schlimmste haben wir wirklich überstanden. Ich habe leider schon zu viele Schwerter verpasst. Aber egal. Das Ende werden wir bestimmt noch erreichen. Aber wo wäre dann hier das Schwert? Achso. Okay. Ich muss einen grünen Roboter besiegen. Och nein, ist das eine Sackgasse? Ernsthaft? Gut, ich muss zurück. Ah! Wie es aussieht, muss ich wohl doch hier oben lang. Aber bisher muss ich echt sagen, das erste Level ist wirklich das Schlimmste. Also bei dem, was da schon von einem erwartet wird in diesem Spiel, im Vergleich zu dem Rest dieses Spiels hier bisher, also hätte man das erste Level wirklich ein bisschen einfacher gestalten können, sollen, müssen. Halt, mein Apfel! Warum ist das Roulette nicht schon vorher so spendabel gewesen? Jetzt kriege ich alles hergeschmissen. Äpfel, Leben... Wenn man es am meisten braucht, kriegt man es natürlich nicht. Ja. Okay, jetzt ist... Jetzt übertreiben wir es. Will ich da rein? Ich muss. Okay. Ich weiß nicht, was mich hier jetzt erwartet. Ich rechne mit dem Schlimmsten. Sieht zumindest sehr gefährlich hier aus, die Innenmechanik.
Erst recht, wenn hier einfach mal Bomben aus dem Nichts auftauchen. Ich glaube, es ist doch besser, dagegen zu schlagen. Ah, ist das hier dieser grüne Roboter? Ich glaube schon. Scheiße. Jo, der ist weg. Aber nee, das ist nicht der grüne Roboter, den ich für das Schwert bezwingen muss. Es war einfach nur jetzt, mir den Weg freizukriegen. Ach du Heilige. Okay, jetzt wird's übel. So, jetzt könnte ich einen Apfel gebrauchen. Auf Ansage, warum nicht gleich so? Ah. Oh Gott, Hilfe. Überblick verloren. Eieiei, was? Erschreckt mich doch nicht so. Okay, nochmal kommt das Ding nicht. Gut, dann mache ich hier mal den Weg frei. Ah, warum nur muss ich jetzt gerade an Metroid denken? Ah, ach, hier ist das Schwert hinter. Das ist aber kein Roboter, das ist ein Auge. Für diejenigen, von denen ich die Hinweise geklaut habe. Es war nämlich die Rede von einem Roboter und das ist, mag zwar wie ein Roboter aussehen, aber es ist ein Auge. Zumindest hätte man das als Roboterauge beschreiben können. Egal, ich hab's gefunden. Was bei mir trotzdem nicht, weil hier ist doch so einer. Das ist ein Apfel. Au, ja gut, das war nichts. Aber dann frage ich mich trotzdem, wo im letzten Level das Schwert sein soll. Also im Level davor jetzt. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Also was ich dafür machen muss. Uiuiui. Das hier ist auch nicht gerade nett, wie ich hier empfangen werde. Ah, weg, 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 weg. Einfach weg. Okay, lass mich ran, ich sterbe. Jo. Das ist fies. Schnell muss ich dafür auch noch sein. Okay, einfach durch. Ich glaube, das ist die beste Taktik. Na, verdammt. Na komm, Fahrstühle. Der mittlere ist ein bisschen scheiße langsam. Also wenn ich da im falschen Moment durchfliegen will, dann... Oh, scheiße. Irgendwie habe ich gerade ein ungutes Gefühl. Ach man, warum baut man sowas? Scheiße! Aber ich hatte, warum mache ich es mir eigentlich schwer? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich denke manchmal nur viel zu kompliziert. So, perfekt. Auch schon wieder. Na, falsche Richtung. Nein, wenn... Geht doch. Sturmfeuer. Hier geht die Party ab. Aber ich will nicht mitmachen. Okay, jetzt. Ach du Scheiße.
Ich muss hier einfach jetzt nur durchkommen. Sesam, öffne dich. Yes. Und sogar noch ein paar Äpfel. Aber es geht doch verdammt lang jetzt bis zum nächsten Boss. Oh Gott, darf ich hier runter? Oh, hallo. Muss ich leider schrotten, Roboter. Ja. Oh Gott. Das Ding kann auch einen hier gut erschrecken. Ich dachte gerade, es passiert sonst was. Noch so einer? Oh Gott. Wenn die Bösewichte keine besseren Ideen haben, machen sie einfach die nächsten Roboter ein zweites Mal, die sowieso nutzlos sind. Wie dieser hier auch. Ich sag's doch. Schrotthaufen. Ach, Förderbänder. Ach du Scheiße. Jetzt muss ich... Okay. Jetzt muss ich zugeben, ist dieser Boss doch alles anreizleicht. Mit diesen Förderbändern auf jeden Fall ist das schon etwas lästig. War trotzdem nicht so schwer, wie ich jetzt eigentlich dachte. Nö, das war's schon. Der nächste Schrotthaufen. Laut mir kann jetzt der Boss kommen. Na, verdammt. Ach Gott. Wenn das so weitergeht, dann zerstören wir ja wirklich noch die ganze Festung. Ich finde trotzdem, der hätte sich mal was anderes einfallen lassen sollen. Als immer dieselben Roboter hier einzubauen. Das war's schon? Ich habe gerade mal 3 Treffer gelandet. Okay. 2 Stück davon. Muss ich jetzt Angst haben oder muss ich Angst haben? Ich glaube nichts von beiden. Weil wenn die dasselbe drauf haben wie die anderen Dinger auch, dann... Ich wollte gerade sagen, kann ich auch noch irgendwie runter? Also wirklich viel Neues haben die schon mal nicht drauf. Ah! Aber dafür ziehen sie umso mehr ab. Ich merke aber auch gerade, die kommen nacheinander, nicht direkt auf einen Schlag. Okay. Scheiße, der ist weg. Wo ist er? Aus irgendeinem Grund bekomme ich gerade Angst. Ah, jetzt kommt der Grüne. Dann ist der andere zerstört, gut. Ich komme aber nicht dran. Ach Gott. Scheiße, der ist weg. Nein, nein, nein. Lass mich. Scheiße. Okay, das ist nicht gut, wenn er oben ist. Das ist wirklich nicht gut. Nein! Jetzt macht er auch noch einen Caboera-Move. Oh. Scheiße, wo ist er? Genau, den Apfel brauche ich.
Wo bist du? Da. Ich habe ihn gerade gesehen. Also zumindest sehe ich einen Teil von ihm. Mann! Das kannst du nicht mit mir machen, scheiß Roboter. Das war's. Uah. Genau, Knie nieder. Und von dir kriege ich jetzt ein Schwert. Dankeschön. Achso, dann kriegt man 20. Level, okay. Oh Mann. Und das war's. Letztes Level, Leute. Scheiße, dass ich nicht alle Schwerter gekriegt habe. Wirklich scheiße. Ja, hier würde ich jetzt logischerweise das letzte kriegen und das kriege ich auch automatisch mit Besiegen von Axel Gear, der jetzt gleich auftauchen müsste. Da ist er auch. Diesmal geht's aber wirklich um die Wurst. Das Nervige sind nur die Blitze, die hier gerade auch von der Seite kommen. Ah, Axel! Ach Gott, ich glaube, ich darf so nicht angreifen. Warum mache ich mir das immer so schwer? Ach Mann! Das war's schon! Er verliert seinen Helm. Und damit hätte ich das letzte Schwert. Ah! Mir fehlt ein Schwert. Mir fehlt ein Schwert. Mir fehlt ein Schwert. Und jetzt kommt der letzte Kampf. Mir fehlt ein Schwert, das ist nicht wahr. Egal. Okay, ein bisschen Angst habe ich schon. Ah, er vervielfacht sich auch. Nee. Immer diese Doppelgänger. Oh. Ich sehe nichts. Komm auf den Boden. Sei brav. Ah. Also Schwester jetzt gerade nicht. Aber es kommt, glaube ich, erst noch. Wow, okay. Meteoritenhagel. Jetzt sind wir schon bei Final Fantasy gelandet. Ja. Ja, ist gut. Danke. Ein bisschen sieht das hier fast so aus wie bei Castlevania mit diesem Raum. Nein, nein, bitte nicht. Ich will noch nicht sterben. Lass mich aus dem Spiel! Ach du Scheiße. Jetzt bin ich der Boss und... Oh Gott. Nein, was? Ernsthaft? Was muss ich jetzt machen? Oh Gott. Nein, und ich verliere Herzen, wenn du mich angreifst. Ich will tauschen. Mach den Ginyu. Wie kann ich tauschen? Scheiße. Ja, bitte geh rein. Bitte geh rein. Komm schon. Ich will ja normal werden. Scheiße.
dass es nicht war. Warum hast du sogar Angst vor mir? Du willst doch bestimmt in dieses schwarze Loch. Kann ich springen? Nee, nee, nee. Ich kann aber nicht teleportieren, ne? Mehr oder weniger. Aber ich kann trotzdem nicht einsaugen. Das ist ein bisschen unfair. Okay, mal gucken, ob diese Taktik funktioniert. Nee. Da geht. Wie soll ich ihn angreifen? Wenn dieser Feigling immer. Nicht schnell genug. Ach, Mann. Jetzt habe ich dich. Man muss ihn einfach nur austricksen. So ist besser. Okay, was kommt jetzt? Ja, Vervielfältigung? Okay. Na komm, bald müsste es doch vernichtet sein. Yes! Ja, das war's. Credits! Ach man, trotzdem ärgert mich das mit dem Schwert. Castlevania verschwand. Aber wirklich. End. Ja, aber halt nicht das wahre Ende, weil ich leider nicht alle Schwerter gekriegt habe. Ja, das war Sparkstar. Also zumindest fürs Mega Drive. Wow. Was für ein Ende. Das richtige Ende habe ich jetzt natürlich nie gekriegt. Das würde ich kriegen, wenn ich jetzt wirklich das mit den Schwertern hinkriege, aber. Das versuche ich dann vielleicht in einem anderen Stream. Zumindest habe ich es soweit einmal geschafft, hinzukriegen. Ich muss aber trotzdem sagen, Level 1 ist wirklich das härteste in diesem Spiel. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Level 1, wenn man Level 1 geschafft hat, ist der Rest ein Kinderspiel. Okay, die Pyramide ist auch ein bisschen Glück, mit Glück verbunden. Aber sonst ist es echt nicht schwer gewesen. Trotzdem mit dem dritten Schwert, das habe ich nicht verstanden, warum ich das nicht gekriegt habe. Also, wie ich da jetzt vernünftig drankommen sollte. Muss ich wahrscheinlich nur die richtige Röhre auf diesem Flugschiff finden, aber egal. Sparkstar wäre somit geschafft. Und somit geht es direkt über zu Sparkstar 3. Also, bis gleich.